Mit dem Prozess gegen den Verband Volkssport begann am 8. August 1932 der Versuch der Tschechoslowakischen Republik, die ultranationalistischen deutschen Gruppen des Landes ein für alle Mal zu verbieten. In einem Sieg für die Demokratie wurde Volkssport schließlich verboten und andere deutschnationale Organisationen sollten folgen. Die anderen deutschen Parteien waren aktivistisch eingestellt und damit war das Bestehen der Republik scheinbar gesichert. Doch nur 5 Jahre später löste Konrad Henlein mit seiner völkischen Massenbewegung die Sudetenkrise aus. Deswegen stellt sich die Frage, wie konnte sich das politische Klima der Deutschsprechenden scheinbar so drastisch verändern? In den 20er Jahren entwickelten sich parallel zum Hitlerfaschismus auch andere rechte Ideologien. Der Wiener Professor Ottmar Spann zum Beispiel formulierte die Theorie des Ständestaats. In seiner Traumvorstellung sollte der Staat aus einem einzigen Volk bestehen. Dieses sollte in Berufsgruppen unterteilt sein und an der Spitze sollte ein Kreis aus intellektuellen Führern die Zukunft des Landes lenken. Ottmar Spann war völkisch eingestellt und unter seinen konservativen und nationalistischen Studenten außerordentlich beliebt. An der Uni in Wien hielt er seine Vorlesungen und Seminare. Doch nach Feierabend lud er seine Lieblingsstudenten in seine Stadtwohnung ein, um dort Privatseminare abzuhalten. Einer seiner Studenten, der deutschsprachige Tschechoslowake Walter Heinrich, war wie so viele Sudetendeutsche nach Wien gekommen, um dort zu studieren. Er und seine Kommilitonen aus der Tschechoslowakei planten, in ihrer Heimat im Sudetenland einen Ständestaat nach Ottmar Spanns Ideen zu errichten und gründeten einen Geheimbund. Aus Wien zurückgekehrt, traf Walter seinen engsten Freund, Heinz Ruther, wieder. Heinz war begeisterter Turner am Oschitzer Turnverein und er interessierte sich eigentlich nicht für Tagespolitik. Er kannte zwar Begriffe wie aktivistisch und negativistisch, doch er ignorierte sie. Ihn interessierte besonders seine Heimat und sein Deutschsein. Als Walter Heinz von Ottmar Spann erzählte, war er begeistert. Für Hitler und die Nazis aus dem Reich hatten sie nicht viel übrig. Zu sehr stumpfe Schlägertypen, um einen Umbruch zu bewerkstelligen, der ja geschickt geplant werden musste. Und zu sehr Typ Bierhallenstammtisch, um als intellektuelle Elite das deutsche Volk anzuführen. Gemeinsam mit dem Turnlehrer Konrad Henlein und anderen Gleichgesinnten gründeten Heinz und Walter den Kameradschaftsbund. Als Vorbild nahmen sie sich Geheimgesellschaften und Ritterorden des Mittelalters. Der Kameradschaftsbund gab sich 2 Aufgaben. Zum einen wollten sie vielversprechende Burschen rekrutieren, um sie zu der Führungselite ihres Ständestaats der Zukunft zu erziehen. Und zum zweiten wollten sie die sudetendeutsche Gesellschaft infiltrieren, um auf organische Weise an die Macht zu kommen. Bis in die frühen 1930er gab es KB-Mitglieder in den Führungen der wichtigsten rechten deutschen Parteien und in zahlreichen Organisationen und Zeitungen. Doch das wichtigste Ziel der Infiltration war der Deutsche Turnverband. Er war Mittelpunkt sudetendeutschen Lebens und hatte 150.000 Mitglieder. Es hieß zwar, der Verband sei unpolitisch, doch schon immer war er deutschvölkisch, antisemitisch und antidemokratisch geprägt. Henlein hatte sich schon als anerkannter Turnlehrer einen Namen gemacht und Ruther war dabei, eine Jugendsportgruppe aufzubauen. Die beiden hatten also bereits einen Fuß in der Tür. Der DTV wurde ab 1928 von den Kameraden langsam aber sicher reformiert. Verstärkt wurden Themen wie Heimat und Volk bei den Vereinstreffen angesprochen und ab 1930 wurden 3 Neuerungen eingeführt. Erstens sollten die Turnlehrer ihren Schülern verstärkt Disziplin und Gehorsam beibringen. Zweitens wurden alle Mitglieder mit einer standardgrauen Uniform ausgestattet, die sie tragen sollten, um den Zusammenhalt zu stärken. Drittens sollte nicht mehr so viel Boden- und Geräteturnen betrieben werden. Stattdessen sollten vor allem Ausdauerübungen und Läufe abgehalten werden, damit, wie Henlein es sagte, die Turner sich dem heldenhaften Geist eines deutschen Frontsoldaten annähern würden. Henlein, der bei der Umstrukturierung bereits eine Führungsrolle eingenommen hatte, wurde 1931 offiziell Leiter des ganzen Turnverbands. Und so hatte der Kameradschaftsbund die geplante Infiltration des sudetendeutschen Lebens fast vollständig vollzogen. Doch es gab auch andere Sportgruppen. 1929 wurde von der DNSAP der Verband Volkssport gegründet. Er war seit Beginn eine paramilitärische Gruppe, die sowohl von der Uniform, vom Auftreten wie auch vom Symbol her starke Ähnlichkeiten mit Hitlers und Röhms Sturmabteilung SA hatte. Die Mitglieder übten Handgranatenweitwurf und waren der Saalschutz bei Treffen der DNSAP. Diese militärisch ausgerüstete, antirepublikanische Bewegung kam bald ins Fadenkreuz des Rechtsstaats. Als die Gruppe im Zuge des Volkssportprozesses in Brünn im Jahre 1932 verboten wurde, wurden die Volkssportanführer in Schutzhaft genommen.
Nach dem Prozess merkten die Führer der DNSAP und DNP, dass die Luft für sie echt eng geworden war und sie versuchten, sich auf ein mögliches Parteiverbot vorzubereiten. Viele flohen einfach direkt in das Deutsche Reich, aber andere fassten einen Plan. Sie wollten Konrad Henlein vom DTV dazu überreden, eine Art Ersatzpartei für die DNSAP und die DNP zu schaffen, falls ihre Befürchtungen wahr werden sollen. Henlein schien für den Job als Marionette wie gemacht. Er war sehr charismatisch, bereits Leiter einer Massenorganisation und, was am wichtigsten war, Henlein hatte keine politische Erfahrung, keine politische Vergangenheit und er wirkte nicht so, als ob er ein starkes Verlangen nach Macht hätte. Auf dem großen Sommerfest des Deutschen Turnerverbands im Juli 1933, also bereits nach Hitlers Machtergreifung, veranstaltete Henlein dann Rituale, wie zum Beispiel die Eröffnungsveranstaltung am Abend vorher. Ein Fackelzug, bei welchem 15.000 Turner mit Fackeln ausgerüstet eine Prozession auf dem örtlichen Marktplatz abhielten, um den Kriegstoren zu gedenken. Am Höhepunkt des Fests hielt Henlein dann eine flammende Ansprache, in welcher er die Notwendigkeit einer gestärkten Volksgemeinschaft gegen tschechische Einflüsse betonte. Und dass diese Volksgemeinschaft den deutschen Prinzipien von Führung und Gefolgschaft folgen müsse. Im darauffolgenden Jubel wurde Henlein von seinem Publikum als Führer ausgerufen. 3 Monate später erklärte Henlein die Gründung der Sudetendeutschen Heimatfront. Jeder Sudetendeutsche mit christlicher Weltanschauung sollte sich anschließen, um eine feste Volksgemeinschaft zu gründen. Ein paar Tage später wurden die DNSAP und die DNP verboten. Und die, die nicht nach Deutschland flohen, schlossen sich der Heimatfront an. Henlein, Ruther und die anderen Mitglieder des Kameradschaftsbunds wurden zur Führungsriege der Bewegung. Vom Oktober 1933 bis Januar 1934 wuchs die Mitgliederzahl von 9.500 auf 13.000 und in einem halben Jahr wurden über 300 Ortsgruppen der Heimatfront gegründet. Die NS-Führung in Berlin sah den Erfolg der Heimatfront übrigens nicht unkritisch. Besonders das Ziel eines sudetendeutschen Ständestaats missfiel Hitler und seinen Ministern, die lieber alle Deutschen in einem Reich, ihrem Reich, vereinigt sehen wollten. Diese Einstellung änderte sich schlagartig im Jahr 1935. Die Parlamentswahlen standen an und Karl Frank, der früher DNSAP-Mitglied und überzeugter Nazi, aber auch Teil des Kameradschaftsbunds war, wurde Wahlleiter der SHF. Die Chancen standen sehr gut für die Partei, doch am Abend vor der Wahl verbot Prag die Wahlteilnahme, da die Heimatfront offensichtlich nicht Partei im Namen trug und folglich keine Partei war. Die Führung beschloss im Eilverfahren eine Umbenennung in Sudetendeutsche Partei und damit war sie auch wieder zugelassen. Und auch wenn am Tag der Wahl ein unbekannter Name auf den Wahlzetteln stand, bekam die Henlein-Partei mit 1,2 Millionen Stimmen 67% der deutschen Gesamtstimmen und wurden damit die zweitstärkste Kraft im Prager Parlament. Die Sudetendeutschen hatten die Prager Politik, die sich weit entfernt von der Heimat abspielte, bislang ignoriert und waren nur wegen der herrschenden Wahlpflicht zur Urne getrottet. Sie, die wie Heinz Ruther ihr ganzes Leben in negativistischen Wandervereinen, Turnverbänden und Lesezirkeln verbracht hatten und antidemokratisch sozialisiert wurden, wurden jetzt von Henleins Rhetorik und Propaganda mobilisiert. Er musste sie überhaupt nicht überzeugen, negativistisch zu sein. Er musste sie nur überzeugen, sich ernsthaft am politischen Prozess zu beteiligen. Der Wahlerfolg hatte 2 Auswirkungen. Zum einen wuchs die Mitgliederzahl auf 400.000 an. Und zum anderen wurde Berlin endgültig auf Henleins Organisation aufmerksam. Potenzielle Nachteile wurden jetzt von Chancen überwogen und als Henlein aktiv im Reich um Finanzhilfen bat, wurden ihm gewaltige Summen zugesichert. Innerhalb der Sudetendeutschen Partei hatte sich allerdings ein Kreis herausgebildet, der dem Kameradschaftsbund gefährlich werden konnte. Der Kreis, der wegen seiner Zeitschrift auch Aufbruchkreis genannt wurde, bestand aus ehemaligen DNSAP-Mitgliedern, die für Nationalsozialismus und einen Anschluss ans Reich waren. Karl Frank schoss scharf gegen die SDP-Führung und nannte Spanns Ständestaat eine Karikatur des Heiligen Römischen Reichs. Außerdem sei der Kameradschaftsbund nichts weiter als ein Werkzeug vom katholischen Faschismus und würde nur der angeblich antideutschen Front von Mussolini in die Hände spielen. Henlein, der um seine Autorität fürchtete, versuchte dem Ganzen ein Ende zu setzen. Im Mai 1936 versuchte er den Aufbruchler Rudolf Kasper aus der Party auszuschließen. Doch Kasper war äußerst beliebt und sein Ortsverband stellte sich geschlossen hinter ihn. Stattdessen wurde nun gegen Walter Brandt, Henleins Vertrauten, Stimmung gemacht und ein Ehrengericht wurde im Juli 1936 einberufen.
Das Gericht urteilte, dass Brandt Anführer einer Untergrundorganisation sei, deren Interessen entschieden gegen die Interessen der Sudetendeutschen wären. Brandt stritt das natürlich ab, doch der Schaden war angerichtet. Hähnlein, der sich jetzt sehr unter Druck gesetzt fühlte, schickte Walter Brandt daraufhin nach Wien. Er sollte sich bei dem großen Meister Ottmar Spann Rat einholen, wie jetzt vorzugehen sei, damit der Plan eines Ständestaats nicht gefährdet werden würde. Ottmar Spann, der die Gesamtsituation anscheinend völlig unterschätzte, nahm die Angelegenheit in seine eigene Hand und schrieb einen offenen Brief an die SDP. Und er rief die Partei dazu auf, sich auf das Ziel seines Ständestaats zu konzentrieren. Außerdem gratulierte er dem Kameradschaftsbund, dass sie auf eine so treue Art und Weise seine Lehren verfolgen würden. Dieser Brief war ein Geschenk für den Aufbruchkreis. Er war offensichtlich ein Beweis dafür, dass die Parteiführung von einem Verschwörerkreis angeführt wurde, und in der ganzen Partei wurden Stimmen der Kritik laut. Brandt wurde gerügt, versetzt und Hähnlein hatte an Ansehen verloren. In den Augen der Partei hatte er sein Vertrauen in einen bündischen Verschwörer gesetzt. Eins war klar: Der Kameradschaftsbund hatte den Parteikampf verloren. Von seiner eigenen Partei mit Anleitung des Aufbruchkreises unter Druck gesetzt und finanziell abhängig vom Reich, sah sich Hähnlein im November 1937 dazu gezwungen, Adolf Hitler in einem persönlichen Brief um Hilfe zu bitten. Wenn Hitler ihm helfen würde, die Kritiker in seiner Partei in Schach zu halten, würde die SDP sich als Instrument zur Zerschlagung der Tschechoslowakei anbieten. Von diesem Moment an schickte Berlin Anweisungen an Hähnlein, die er und seine Partei treu ausführten. Und der Weg war geebnet für die Sudetenkrise, das Karlsbader Programm und das Münchner Abkommen 1938. Zum angeblichen Schutz der Sudeten wurde das Sudetenland im Oktober 1938 schlussendlich vom Deutschen Reich annektiert. Und die Wehrmachtssoldaten wurden von der Sudetendeutschen Bewegung mit offenen Armen empfangen.